Der Markt für veganen Thunfisch wird immer größer, so gibt es jetzt auch Unfished Plant Tuna, also ein veganer Thunfisch in Wasser und in Olivenöl, jetzt im Test. Willkommen bei der Foodshow. Jan Forschmann hat das gesehen, veganer Thunfisch von Unfished. Ja, ein Thunfisch, den ich schon unbedingt mal länger probieren wollte, der in Deutschland aber noch gar nicht so verbreitet war von dieser Marke. Diese Marke kommt wo aus von einer Firma, die in Rumänien hintersteckt. Also jetzt kein großer Konzern, wie zum Beispiel, was ja viele bei dem Garden Gourmet Thunfisch, den ich ja auch schon mal für euch getestet habe, schon mal bemängelt haben. Nestle. Viele von euch finden das nicht gut. Was machst du dann? Also kein Thunfisch in vegan. Was jetzt nicht schlimm ist, ich finde es schlimm, ich liebe Thunfisch. Jetzt gibt es aber auch den Unfished-Thunfisch in Deutschland. Den habe ich bei Penny gekauft, den gab es hier in der Aktion, also noch keine Dauerware. Und der kostet 2,19 Euro die Dose. Was ich ganz gut finde, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, Dose. Es ist eine Konservendose. Ja, es ist natürlich Alu und kein Glas, wie das jetzt andere machen. Ein Riesenvorteil an dieser Konservendose ist, der ist verdammt lang haltbar. Ich habe den jetzt frisch gekauft und er ist jetzt haltbar bis zum 24.01.2024. Und wir haben jetzt gerade März 2022, das heißt so knapp 2 Jahre haltbar. Den anderen Thunfisch, den muss ich im Kühlschrank lagern, der ist gekühlpflichtig. Dieser, der kann jetzt einfach in die Vorratskammer und der hält. Ist eine gute Geschichte, trotzdem muss man sagen, Konserven sind wirklich eine tolle Sache. Und wenn ihr das Alu vernünftig recycelt, also in die gelbe Tonne gebt, dann ist das ja auch gut geregelt. Ja, den gibt es wie gesagt in 2 Versionen. Den gibt es einmal in der Water-Version, also der ist, was sonst früher eigener Saft war. Und einmal die Version Olivenöl, also in Öl, so wie wir es auch kennen. Wir gucken mal auf die Zutaten und Nährwerte. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Veganes Erzeugnis auf Sojabasis in Thunfischart oder nach Thunfischart mit Wasser, dextrosiertem Eiweiß, also Soja, Salz, Soja, natürliche Aromen, Rapsöl, noch mal ein paar Aromen. Und das war's. Sonst ist noch ein bisschen Mikroalgenkrams drin, Antioxidanzmitteln. Irgendein Extrakt, Zitronensaft, Omega-3. Also relativ kurz die Zutatenliste, was sehr gut ist. Omega-3 ist also auch mit drin, weil das ist ja auch so ein Punkt für viele, die dann sagen, ich brauche Omega-3 aber auch. Das ist ja das, was Fisch mir auch bietet. Und Kalorien habt ihr 110 auf 100 Gramm und 15 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Einzelne Dose hat 150 Gramm mit Flüssigkeit, ohne Flüssigkeit 125. Der in Öl ist natürlich das gleiche Produkt mit extrudiertem Eiweiß. Gehen wir ganz normal durch. Wasser ist drin, dann kommt aber richtiges Olivenöl, was hier eingesetzt wurde. Und sonst sind die Zutaten relativ ähnlich. Nährwerte, muss ich einmal rumgehen. Wo sind sie denn? Achso, da. Okay, ich habe es auch sehr umständlich gemacht. Ich bin so rumgegangen, ich hätte auch einfach so machen können. Naja. 176 Kalorien und 14 Gramm Protein. Und die Firma Brefa Foods steht dahinter. Genau, Brefa Foods, die waren das aus Rumänien, die hinter dieser jungen Marke stecken. Also Unfished ist wirklich eine sehr, sehr junge Marke, die da gegründet wurde, die sich rein um das Thema vegan kümmert. Also wirklich nur veganer Fisch. Das ist denen ihr Thema. Die sagen, Fisch im Wasser und Pflanzen auf dem Teller. Das ist denen ihr Thema. Sie möchten also auch gegen die Überfischung ankämpfen. Ich sehe auch gerade, dass die beiden Thunfische, also die veganen Thunfische, auch einen Vegan-Award gewonnen haben als Gewinner für den positiven Impact. Ich kann es nicht genau, den habe ich mir jetzt nicht gegoogelt, diesen Award. Das sehe ich jetzt gerade erst. Ja, mal gucken. Ihr kriegt jetzt eine Nahaufnahme, guckt euch die beiden einmal an und dann probieren wir sie darum. Bis gleich. Ja, Lieben, und hier ist der vegane Thunfisch jetzt einmal auf den Löffel. Ich habe es mal so gut wie möglich gemacht. Wir können mal näher rangehen. Und wir sehen auch diese Texturen, die wir so halt eigentlich kennen. Vom Geruch muss ich sagen, ist es kein Thunfisch. Das kann ich euch so schon mal sagen. Aber ja, mal gucken, wie es gleich schmeckt. Das ist deren Öl. Der sieht man, der ist so ein bisschen, ja, wirklich fettiger. Der hat so eine ganz andere Struktur, ganz leicht. Auch eine leicht andere Färbung. Der riecht, finde ich, ein bisschen besser. Aber Barney finde es besonders interessant. Der liegt nämlich da schon. Ich kann mal rüberschwenken. Da. Der hat den Geruch schon mitbekommen und beobachtet mich und denkt sich, wann gibst du es mir? Also, wir gucken jetzt mal, was der vegane Thunfisch vom Geschmack noch kann. Hier seht ihr ihn jetzt auch nochmal von oben, so ein bisschen von der Struktur her. Ja, aber so sieht er aus. Jetzt muss er nur noch schmecken und das machen wir jetzt im Probieren. Und da seid ihr wieder zurück und ja, jetzt können wir ihn probieren. Ihr habt gesehen, Barney liegt hier immer noch parat. Er wartet immer noch drauf, dass er endlich probieren darf. Aber es ist halt, für Barney ist das halt ein Highlight, wenn ich eine Dose aufmache. Für ihn ist das, es gibt Dosenfutter. Er kriegt sehr, sehr wenig Dosenfutter. Wir haben so ein spezielles für ihn. Das besteht eigentlich nur aus Gemüse. Das ist wirklich wie Suppe. Aber er steht da so drauf. Da ist auch sogar kein Fleisch drin. Und wenn ich so ein Ding aufmache, heißt es für ihn meistens, es ist für mich. Das ist so für ihn das Thema. Es ist aber nicht immer für ihn.
Ja, und jetzt probieren wir das mal. Ich bin mal gespannt. Ich probiere das jetzt aus der Dose. Die auf dem Löffel brauche ich gleich nochmal. Und dann schauen wir mal, was das kann. Es hat so einen leichten Fischcharakter. Als ich aufgemacht hatte, hatte ich so einen ganz leichten, muss ich sagen, wirklich Katzenfuttercharakter. Also so ganz leicht, einmal so beim Aufmachen. Dieser erste Geruch, das ist wie wenn du bei einem Katzenfutter auch so eine Fischdose aufmachst. Es ist ja einfach so. Es ist Fisch, ne? Also es hat ja manchmal so einen Geruch. Es riecht also nicht wie Thunfisch. Also ein Thunfisch riecht anders. Die Konsistenz ist super, zerfällt im Mund. Ja, an den Geschmack muss man sich gewöhnen. Das ist kein Thunfischgeschmack, so wie wir es kennen. Das hat einen so einen leichten Eigengeschmack. Ich kann es aber nicht ganz zuordnen, was das für ein Eigengeschmack ist. Das ist kein Sojageschmack. Da ist irgendwas, mit dieser Fischkombination noch irgendwas dran, was ich nicht zuordnen kann. Das ist pur für mich nichts, muss ich sagen. Pur ist das für mich kein Thunfischersatz. Der geht für mich nur auf irgendwas drauf. Also oder in Salat reingemischt. Also den muss ich mit irgendwas zusammen essen. Den könnte ich nicht, also einen normalen Thunfisch könnte ich pur so weglöffeln. Aber der pure im Wasser, den würde ich... So wie er ist, ist es nicht schlecht. Also wenn ich den irgendwo reinmache, schmeckt das sicher. Wenn ich den mit ein bisschen Mayo, also Mayo, es gibt ja auch mit veganer Mayo, mache mir so einen Thunfischsalat raus, ist der sicher auch super. Die Textur ist sehr, sehr gut. Dem würde ich 4 von 5 Punkte geben. Wie gesagt, das ist kein schlechter, aber ich glaube, der von Nestle war ein Ticken besser. So einen puren Geschmack für mich. Da habe ich eine bessere Erinnerung dran, den habe ich gerade nicht da. Aber von der Erinnerung her war der mir vom Grundgeschmack besser. Hier ist aber die Textur wieder besser. Aber der Geschmack ist ja schon entscheidend. Es bringt mir nichts, wenn die Textur super ist. Und dann hat er aber ja so einen leichten Geschmack. Und ich weiß nicht, was das für ein Beigeschmack ist, so ein leichter. Wir probieren jetzt mal den mit Öl. Und der ist viel, viel besser. Aber so Olivenöl bringt nochmal so einen schönen Geschmack ran. Und macht den ein bisschen runder, einfach so vom Geschmack. Da ist auch die Textur, ist hier ein bisschen wirklich, das, was ich gesagt habe, so ein bisschen, ja, fettiger. Also wirklich so, ob du ein bisschen fettigeren hast. Aber der ist gut. Also der ist super in Öl. Immer noch kein perfekter Thunfisch, aber lecker. Also ich kann euch hier nochmal meinen Thunfisch herausnehmen, den ich immer kaufe, wenn ich Thunfisch kaufe und ich ihn nicht auf den Boden schmeiße. Aber egal, ist ja auch eine Konservendose. Ja, du kriegst gleich was. Ich kaufe ja immer den von Rewe. Rewe-Thunfisch im eigenen Saft. Und dann steht es auch hinten nochmal drauf, der ist mit der Angelrute gefangen. Das ist also kein Schleppnetz, Treibnetz oder sonstige Netzfangart. Der ist wirklich mit einer Angelrute gefangen. Der kommt von Follow Food, die stecken hier mit hinter, die produzieren das für Rewe. Und das ist mir so ein Punkt, der war mir einfach wichtig. Also steht auch wirklich, es ist mit einem Haken und einer Langleine, also einer Handleine, gefangen worden. Und alles im Handbetrieb. Also auch keine mechanische Maschine dahinter, die dann die Kurbel und die Leine oder so einholt. Alles per Hand. Und dann sage ich, komm, dann gebe ich auch 3 Euro für eine Dose aus, weil ich weiß, das ist dann wenigstens vernünftiger Thunfisch, ohne Beifang und Co. Und dann gönne ich mir lieber so einen hochwertigen. Wenn es natürlich eine gute Alternative gibt, dann ist das hier eine schöne Sache. Wie gesagt, der Öl, der ist besser, den würde ich 4,5 von 5 geben. Der ist wirklich weitaus besser als der mit Wasser, finde ich, vom Grundgeschmack. Aber die müsst ihr mal ausprobieren. Ich glaube aber auf einer Thunfischpizza, im Salat, im Thunfischsalat, ja. In der Thunfischpizza und Thunfischsalat, aber davon fällt mir jetzt in das anderes nicht ein. Egal, ihr wisst, was ich meine. Egal, wie man es macht, man muss den, glaube ich, mit was dazu verwenden. Ist eine gute Sache, probiert die beiden auf jeden Fall mal aus. Es ist eine gute Geschichte, gerade, dass sie auch in der Konservendose sind und dadurch sehr, sehr lange haltbar. So braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr den schnell verbrauchen müsst. Und ich sage jetzt danke fürs Foodschauen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und Barney darf jetzt endlich probieren. Darum, bis denn, ciao, euer Bob.